So, moin Leute zu unserem heutigen Mähdrescher Crashkurs-Vlog. Wir haben Sonntag, den 8. Juli und sind mitten im Roggen. Da fange ich jetzt mal gleich mit dem Wichtigsten an, und zwar die Mähdrescher-Reinigung. Gerade in diesem Jahr mit der großen Hitze und der geringen Luftfeuchtigkeit ist also die Mähdrescher-Reinigung das A und O, denn was bringt uns das, wenn wir jeden Tag eine Stunde länger dreschen und dafür brennt uns dann irgendwas ab. Da haben wir gar nichts gewonnen. Also steigen wir mal direkt ein. Was sehr wichtig ist, neben den ganzen Filtern und Kühlern, ist auf jeden Fall der gesamte Motorenbereich. Gerade hier an den heißen Teilen kann es da dann doch schon mal dazu kommen, dass sich so Ecken bilden und da was drin schmoren kann. Das ist übrigens markenunabhängig. Ich habe in meinem Leben schon alle Mähdrescher Marken brennen sehen. Nicht oft, aber es kommt leider doch immer wieder vor. Und es muss nicht sein. Die gute Reinigung ist die Grundlage dafür, dass keine Maschine brennt. Ach ja, und falls ihr jetzt denkt, der Typ ist bekloppt. Also ich habe keine Lust auf irgendeinen Dreck im Auge. Das habe ich schon oft genug gehabt. Und auch das Atmen ist nicht so das Leichteste, wenn man da in einer richtigen Wolke steht. Es ist eure Gesundheit und soll jeder machen, wie er will, aber ich schütze alles, was mir lieb ist. Außerdem juckt das auch wie Sau im Gesicht. Das muss nicht sein. So, bis gleich. Puh. So, jetzt habe ich oben auf der Motorplattform einmal alles sauber. Und dann geht es hier unten weiter. Hier gibt es eigentlich keinen zu pingelig. Guckt überall schön in die Ecken. Ja. Hier Ansammlung, da, hier in dem Bereich, hier. Es muss alles sauber, es muss alles weg. Hinter dem Batteriekasten ruhig mal gucken, ja, boah. Da kann man auch mal ein bisschen ausblasen. Auch auf die Seitenverkleidung hier achten. Hier vorne alles schick machen, Steinfangmulde öffnen. So, nach einer guten Stunde bin ich dann auch langsam durch mit der kompletten Reinigung. Es war unter den Bedingungen eben schon sehr dreckig und die Zeit braucht man dann auch. Das nützt nichts. Wenn ihr wie wir eine T-Serie, W-Serie, IT4 habt, dann vergesst bitte nicht auch hier diesen Bereich vom Rußfilter einmal am Tag aufzumachen und zu reinigen. FT4 Maschinen haben das nicht mehr. Ansonsten sieht es hier jetzt alles ganz ordentlich aus. Gut, wenn die Maschine sauber ist, kontrolliert auch in dem Zug gleich noch die Siebfläche. Das ist absolut leistungsrelevant, wenn die Reinigung oder der Dreschkorb oder der Separationskorb nicht sauber sind, verschenkt ihr Leistung. Nach dem Reinigen kommt das Abschmieren. Da haben wir es hier recht einfach. Gibt es hier einen Wartungsplan und hier seht ihr zwei tägliche bzw. 10 Stunden Intervalle zu schmieren sind aber für Hillmaster Maschinen. Das ist keine Hillmaster Maschine. Ansonsten gibt es 50 Stunden Intervalle, haben wir aber erst vor 2 Tagen gemacht, und der Rest sind 400 Stunden Intervalle. Also braucht man nicht viel machen. Auf der anderen Seite gibt es nochmal so einen Schmierplan. So, im Mähdrescher angekommen, machen wir es uns erstmal bequem. Gucken, dass auch alle Klappen und Türen geschlossen sind. Korntank muss geschlossen sein. Vergesst die Leiter an der Seite nicht. Und dann gibt es hier bei John Deere den Straßenknopf. Einmal drücken. Dann ist der hier aktiv, sieht ihr jetzt von hier nicht. Und wenn ihr dann das normale Straßenlicht anmacht, sind automatisch die Rundumleuchten mit an. Bremse lösen. Den dritten Gang wählen und dann kann man langsam losfahren. Denkt dran, ihr seid mit 3,50 Meter Gesamtbreite unterwegs. Versucht euch also so dünn wie möglich zu machen, um den restlichen Verkehr nicht zu doll zu behindern. Auf der anderen Seite möchte ich auch an den restlichen Verkehr appellieren. Es sind nur 20 Druschtage im Jahr und da fahren wir hier die gesamte Grundernährung für unsere Weltbevölkerung ein. Und da kann man auch mal vielleicht den einen oder anderen Weg reinfahren und mal eine halbe Minute opfern, damit ich mit meinem Monster hier auch mal irgendwann an meinem Ziel ankomme. Ich bin jetzt im Feld angekommen und wir bauen zuerst das Schneidwerk an. Wenn, machen wir mal den Krach aus hier.
beim Schneidwerk anbauen wichtig, schön gerade herankommen, also aus weiter Entfernung an das Schneidwerk heranfahren. Und dann guckt ihr einfach nur die ganze Zeit immer auf die Mitte. Schön immer noch die Mitte anstarren. Und zack, ist das ganze Schneidwerk dran. Erst die Leiter rumklappen, geht sehr elegant bei John Deere. Geht die Treppe rückwärts runter, ist immer sicherer. Und dann wird zuerst die mechanische Verbindung zum Schneidwerk hergestellt über diese Gelenkwelle. So, kommt hier der Multikuppler. Darauf achten, dass er immer schön sauber ist. Und dann mit einem Rutsch alle hydraulischen Verbindungen verbunden, die Elektrik und gleichzeitig das Schneidwerk unten verriegelt. Fertig, fast fertig. Heimteiler sind schon ausgeklappt. Wenn ich jetzt im Straßentransport bin, klappe ich die ein, einfach hier verriegelt. Vorhin habe ich über Wartung vom Mähdrescher gesprochen. Am Schneidwerk gibt es auch Wartungsarbeiten zu erledigen. Dazu gibt es hier eine schöne Grafik. Wir haben 50 Stunden, 50 Stunden. Gelenkwelle 12 Hüber alle 20 Stunden. Was gibt es sonst noch zu sagen zum Schneidwerk? Unter normalen Bedingungen hier diese Haspelfinger nur im Lager aggressiv einstellen, also im Raps auf jeden Fall so nach vorne gebeugt, im Getreide ja unter Umständen gerade und im Lager spitz nach vorne, damit die Haspel das liegende Getreide einkämmen kann. Die Verstellung ist hier oben über diesen Hebel. Hier an der Maschine noch Ehrenheber installiert, die sind halt wichtig, wenn wir Lagerstellen haben. Im Raps sollte man die eigentlich abbauen. So, wir wollen heute Roggen dreschen und dazu gehe ich mal am Mähdrescher die typische Einstellung durch. Wir nehmen uns einen 13er Schlüssel und öffnen die Seitenklappen. Einmal gibt es die Entgranerbleche, die bleiben natürlich beim Roggen draußen. Wenn ihr die Entgranerbleche mal drinne gehabt habt in der Gerste, was ihr nur im äußersten Notfall tun solltet, nur das letzte Mittel, weil ihr damit die Separationsfläche verkleinert und das kostet in der Regel ganz ordentlich Leistung. Wenn ihr sie dann doch mal umgelegt habt und wieder rausnehmt, kontrolliert vorne über die Steinfangmulde, dass sich da auch nichts verstopft hat im Dreschkorb. So, dann bei der T-Serie, egal ob alt oder neu, der Riemen für die Geschwindigkeit des T-Korbs, also des Separationskorbs, des großen. Ist hier eine Abbildung. Muss für normale Getreidekulturen immer auf schnell stehen. Im Raps auch langsam, außer bei der 9T-Serie. Unter normalen bis feuchten Bedingungen hier auch lieber auch schnell laufen lassen. Die Öffnung des T-Separator-Korbes machen wir über diesen Hebel hier. Der muss auf eng stehenden Getreide, im Raps auf weit. Wenn ihr das genauer wissen wollt und nicht wisst wie, gibt es die wunderbare John Deere Go Harvest App. Und da könnt ihr das ziemlich intuitiv herausfinden, wie was einzustellen ist. Wenn ich häckseln wollte, hier die Klappe öffnen und die Kupplung reindrücken, hier den Hebel ziehen und andere Seite und den Verteiler in Position bringen. Gibt es drei verschiedene Positionen, muss man sich ausprobieren, was am besten geht. Und dann gibt es hier noch die Klappe, wo ich entscheide, ob ich das Stroh auf Schwarz ablege oder durch den Häcksler schicke. Oder noch auf der rechten Seite ein Hebel. Das ist nach dem T-Korb bei der letzten und vierten Trommel der Übergabebereich zu den Schüttlern. Und der muss auch auf schmal stehen für so ziemlich alle Getreidesorten. Und auf Plus, also auf Weiteröffnung, gehen wir wieder im Raps.